Jo, hier stehen wir wieder bei Cedric Prosa. Ups. Genau, bei Cedric. Und ich habe ja vorhin eine Pause gemacht, weil wegen Telefon und so, ne? Und jetzt gucken wir aber noch mal kurz, was wir denn hier jetzt, hoppala, bewerkstelligen müssen. Hier war ich doch, ne? Den versiegelten Ordner musste ich doch holen, irgendwie. Hier hinten muss ich den Splitter untersuchen, da muss ich einen Ordner versiegeln. Wir gehen jetzt erstmal eben zum Splitter. Dann gehen wir zum Ordner. Und dann gehen wir hier hinten runter. Genau, das machen wir jetzt mal alles schön eins nach dem anderen und gucken uns das an. Machen wir eben die Ziele aus, die gehen mir nämlich immer um den Sack. So, der Splitter. Splitter, ich drücke mal die falsche Taste. Dann müssen wir hier am Bauernhof vorbei. Am Bauernhof der Deberys. Am Deborahs Bauernhof. Da müssen wir mal gerade. Ich glaube, hier reiten wir mal eben. Können wir hier rumreiten? Ja, ne, reiten wir hier mal so rum. Dass uns hier keiner von den Deberys. Deberys, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Von den Pfeifen umrennt, sagen wir mal so. Dann, oh. Genau, der Splitter, ne? Der Splitter, hier hinten ist nämlich da, genau. Wie so eine Art Steinmalstein-Dingsbums. Und hier ist der Splitter. Splitter von Myzrael. Den quatschen wir jetzt mal direkt an. Die Splitter pulsieren sanft. Ein Flüstern windet sich langsam durch euren Kopf. Hilfe! Okay, die gefangene Prinzessin. Mein Name ist Myzrael. Ich bin eine Prinzessin der Erde und meine Häscher, die Riesen, halten mich tief aus unterhalb des Arati-Hochlandes fest. Diese Kristallsplitter sind meine einzige Möglichkeit, mit der oberen Welt zu sprechen. Bitte helft mir. Kobolde der Trockenstoppel, die Verbündete der Riesen sind, haben einen Splitter wie diesen hier in ihrer Schlucht im Osten. Um die Gruppe zu aktivieren, müsst ihr die Körner von Mysrael von den Kobolden holen und sie in der Gruppe anwenden. Also wir müssen 12 Körner von Mysrael von den Kobolden der Trockenstoppel sammeln. Wo sind denn die Kacker? Da hinten. Gehen wir erst darum und dann gehen wir im Kreis oder was? Können wir eigentlich machen? Wir müssen sowieso, bevor wir hier zickzack laufen, machen wir das lieber so. Warte, ich markiere mir das mal eben und dann gehen wir da. Genau, die sind da hinten vor diesem Berg. Vor dieser Anhöhe. Oh, und hier hat schon einer die Hochlandschreiter platt gemacht. Genau, die befinden sich da hinten vor der Bergkette oder vor der Bergkuppe. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Hordespieler an, weil wir uns nämlich im Grunde hier vor Hordegebiet, Hammerfall ist doch Horde, ne? Aufhalten. Und da kann es sein, dass die uns natürlich, während wir hier questen, so ein bisschen dumm anmachen. Aber wir hoffen jetzt einfach mal unser Bestes und ich hoffe jetzt mal, dass ich mal was von diesen Kobolden hier sehe oder wen. Oder haben die die auch schon alle umgebracht? Was ist das denn da? Das ist ein Blümchen, ne? Hier sind irgendwie keine Kobolde. Oder bin ich blind? Schlucht der Trockenstoppel. Krass, hier sind keine Kobolde. Wieso denn nicht? Die laufen hier eigentlich rum. Okay, ich guck mal gerade, ob hier irgendwie. Nee, da liegen sie ja dood in der Gegend rum. Ich bleib mal gerade hier stehen und guck mal eben so ein bisschen über die Landschaft und schau mal, ob ich. Ist der Server irgendwie getrennt oder so? Ne, eigentlich nicht, ne? Da hinten geht's auch noch weiter.
Da liegt noch ein Trockenstöpsel. Ich gehe mal eben hinten rum. Die hat bestimmt einer umgebracht und wir stehen jetzt hier so ein bisschen dumm. Genau, gehen wir mal gerade hier weiter. Ah, hier ist ein Kobold, der Trockenstoppel. Gut. Den nehmen wir ran. So, da hatten wir eine Blutelfe, die auch gerade hier gequestet hat. Aber wo haben wir denn jetzt hier noch mehr Trockenstoppel? Wo soll das denn bitte schön sein? Es geht jetzt da hinten noch weiter rum. Da geht es, glaube ich, rein, ne? Ich gucke mal gerade hier um die Ecke, ob es da reingeht. Ich will aber nicht hoffen, dass ich hier abgefangen werde. Ne. Scheibenkleister. Haben die denn da hinten vielleicht irgendwie eine Höhle oder so, wo wir rein müssen? Hier ist noch ein Trockenstoppel. Moment. Also. Ich habe gerade gedacht, ich hätte die falsche Taste gedrückt. Aber dem war doch nicht so. So, und hier haben wir noch einen Trockenstöpsel. Wie viel? 12 Stück müssen wir haben, ne? Boah, das wird aber langwierig, ey. Das wird aber langwierig. Ich hoffe, da gibt jetzt jeder so einen Kobold hier mal auch so ein Teil. Komm. Nicht, dass wir hier 5 Milliarden Mal hin und her rennen müssen. Manche Quests sind ja halt echt langwierig, weil die Items halt nicht bei jedem droppen. Aber ich habe... Oh, grausige Trophäen habe ich auch. Grausige Trophäen, wo kommen die denn nochmal her? Da unten ist noch ein Kobold, dem gehen wir gleich mal nach. So, 2 von 12 erst. Ey, alter Schwede, ist das ätzend. Ich hasse das, wenn die nur so, wenn die nur so selten fallen, die Items, ne? Weißt du, so alle 3 Gegner fällt mal einer, ey, das ist so unglaublich. Ach, wie ätzend, ey. Jetzt dürfen wir hier die ganze Zeit rumeiern, um diese Scheiß. Teile hier zu machen. Und wir sind ja auch nicht alleine hier. Das ist halt auch das Problem. Wir sind hier nicht alleine. Kommen wir hier denn noch weiter? Geht's hier hinten vielleicht noch hoch? Muss mal eben gucken. Oh ja, hier hinten geht es nach hoch und da gibt es, glaube ich, auch noch was. Oder? Nee, komme ich nicht weiter. Scheiße. Doch, hier sind ganz viele gewesen. Ach Mensch, hier ist eine Höhle, wie geil. Da gehen wir jetzt direkt mal rein. Ey, bevor ich mir hier jetzt einen rummöppel, dann gehen wir mal erstmal in die Höhle. So, Inselhöhle rein. Kinners, Inselhöhle rein. So, und was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eine Pause oder? Komm, wir holen uns jetzt hier den Butler. Ich sehe zwar nichts. Alter Schwede, bist du bescheuert? So, jetzt machen wir den hier.
Genau, ich glaube, hier kommen wir nämlich schneller voran. Als wie wenn wir da draußen weitermachen. Der rennt jetzt zurück. Wir gehen mal hier weiter. Genau, draußen weitermachen ist wahrscheinlich extrem, also wesentlich schwieriger für uns, da dementsprechend die Gegner zu finden. Dann können wir besser einmal hier richtig Gas geben. So haben wir zwar auch nicht viel gekriegt jetzt gerade. Den können wir noch mal rannehmen, den Feldvermesser, der Trockenstoppel. Auch geil. So, Feldvermesser, der Trockenstoppel. So, jetzt haben wir schon mal 5 Korn. Das geht wesentlich schneller als da draußen. Hier in der Hütte. So, hier haben wir noch, einen Splitter. Und da haben wir noch einen Magier, der hier rum. Jetzt holen wir den auch noch ran. Genau, mein Diener macht ihn da lecker fertig. So, jetzt haben wir 6 von 12. 7 von 12. Jetzt brauchen wir nur noch 5. Jetzt geht der kleine Scheißer natürlich davor. Den müssen wir jetzt überholen. So, wir laufen hier jetzt mit 2 Magiern durch die Gegend. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir uns hier einfach mal so ein bisschen arrangieren, dass jeder von uns die Sachen auch bekommt. Na, wir wollen da ja auch so ein bisschen, dass jeder weiterkommt hier in dem Spiel und dass man sich dann gegenseitig auch mal so ein bisschen die Gegner da lässt. So, und hier ist wahrscheinlich nicht mehr so viel, was wir machen können. Aber wir können mal gucken, ob wir hier eventuell regenbogenfarbener Splitter. Da hinten kommen auch noch welche an. Mein Gott, nee, ich warte hier mal gerade kurz. Und genau, warte hier mal gerade kurz, mache aber eine Pause. Ich bin dann gleich wieder bei euch, wenn die Gegner dann auch respawned sind. Also, bis gleich. Tschüss.